Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier zu unserem speziellen Hybridformat. Richtig. Ein bisschen was von Ja oder Bär und ein bisschen was von Kau mal schnell. Und du kannst, denke ich, am besten erklären, worum es heute geht. Und zwar, wir hatten ja schon eine vegane oder vegetarische Leberwurst. Eigentlich war sie, glaube ich, auch vegan, ja. Und da ist mir in diesem Zusammenhang auch noch mal ein veganer bzw. vegetarischer Eiersalat über den Weg gelaufen. Eiersalat an sich ist ja immer vegetarisch, also außer er macht da Schinkenwürfel rein. Aber es gibt halt auch noch eine vegane Variante mit ohne Ei. Und es ist Okay. jetzt in dem Fall so, das befindet sich hier in dieser wunderschönen Schüssel. Es sieht, finde ich, optisch schon doch wie ein Eiersalat aus und es liegt ein sehr starker Eiersalatduft in der Luft. Ja. Und deswegen ja, haben wir uns gedacht, wir zeigen euch jetzt ganz schnell noch, aus was dieser wundervolle Eiersalat besteht und dann kosten wir das Ganze auch schon. Also jetzt erstmal auf in unsere wunderschöne Küche. Bis gleich. Wir benötigen 50 Gramm Nudeln, die wir bissfest kochen. Während die Nudeln kochen, bereiten wir unsere Mayonnaise zu. Dazu brauchen wir 50 Milliliter Milch, einen Teelöffel Senf und außerdem 90 Milliliter oder 90 Gramm Öl. Ihr könnt das also auch gerne abwiegen, das stört nicht. Jetzt gebt ihr den Senf und die Milch in einen Messbecher und lasst langsam das Öl einlaufen, während euer Pürierstab oder Handrührgerät immer auf höchste Stufe läuft. Das Ganze emulgiert relativ schnell miteinander und wird zu einer festen Masse. Ich habe sie dann noch in ein separates Glas abgefüllt, die Mayonnaise. Jetzt wiegt ihr euch ca. 70 Gramm Kichererbsen ab. Die Kichererbsen müssen wir nun mit einer Gabel möglichst klein zerstampfen, sodass sie schon fast eine Brei-Konsistenz haben. Als nächstes schneidet ihr eine Zwiebel klein und dünstet sie für ca. eine Minute in der Mikrowelle. Sobald die Nudeln gekocht sind, gießt ihr sie ab und schreckt sie anschließend auch nochmal mit kaltem Wasser ab. Jetzt schneiden wir sie in kleine Stückchen. Sie sollen unser Eiweiß imitieren. Und nun wird alles zusammengegeben. Zuerst die Nudeln zu unserem Kichererbsenbrei, dann noch ungefähr ein halber Teelöffel Kurkuma dazu, der sorgt für die gelbe Farbe. Dann folgen die gedünsteten Zwiebeln und ihr vermischt schon einmal alles gut miteinander, damit es homogen verteilt ist. Würzt jetzt noch mit Pfeffer und etwas Salz. Und dann kommt auch schon ca. 2 große Esslöffel unserer Mayonnaise dazu. Und jetzt folgt unsere Geheimzutat, Kala Namak. Ein indisches Salz, welches durch seinen hohen Gehalt an Schwefelverbindungen einen eiertypischen Geschmack erhält. Gebt es bitte ganz vorsichtig und nur ein paar Prisen dazu. Es schmeckt sehr intensiv, ihr könnt bei Bedarf lieber noch nachwürzen. Und zum Abschluss könnt ihr gerne noch Kräuter und Gewürze hinzufügen, die ihr mögt. Bei mir ist es in diesem Fall Dill. So, und da ist er nun, unser veganer, ja, na, nee, nicht ganz veganer, vegetarischer Eiersalat. Ihr könnt es ja, wie gesagt, auch mit veganer Mayonnaise machen. Wenn also da keine normale Milch, sondern zum Beispiel Sojamilch drin ist, dann ist es wirklich ein komplett veganer Eiersalat. Und jetzt schauen wir mal, ob er uns denn schmeckt. So schnell sind wir wieder da. Ja. Und ja, dann kommt es ja im Endeffekt zum entscheidenden Faktor, wie schmeckt das Ganze? Ich Genau. bin gespannt. Also noch als Anmerkung, wie gesagt, der ist nicht komplett vegan, weil ich ja leider keine Sojamilch oder sowas da hatte, um die Mayonnaise herzustellen. Wenn ihr Sojamilch zu Hause habt, nehmt einfach normale Sojamilch oder ihr kauft halt eine fertige vegane Mayonnaise, dann ist der Eiersalat auch komplett vegan. Okay. Genau. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich nehme mir mal was. Wir haben Genau. mal was vorbereitet, ein bisschen Brot. Genau. Wir haben es auch sehr gleichmäßig geteilt. Schön geteilt. Für mich als größten Eiersalat-Fan der Welt. Richtig. Ja, ich würde einfach mal sagen, Augen zu und durch. Ja. Ich schmeiß mir mal ein bisschen was rauf. Also Konsistenz ist gut, würde ich sagen. Ich habe ja drüben das Eiersalat herstellen allein übernommen. Das heißt, er weiß auch jetzt noch nicht, was drin ist. Das wissen nur Richtig. wir. Tja. Das stimmt. Ich bin tatsächlich hier komplett ohne jegliches Ich Wissen. verrate es Ihnen dann nochmal, aber wir schauen erstmal, was er dazu sagt. Also es riecht auf So. jeden Fall wirklich nach Ei. Da kann man nichts sagen. Und sieht auch gut aus, also schöne Textur, so wie man das immer sagt.
Ganz kleines bisschen musste ich schon mal kosten. Das war halt beim Abschmecken wichtig, weil sonst hätte ich nicht gewusst, wie es jetzt wirklich schmeckt. Das ist Deswegen, richtig. ja, genau. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich nehme mal einen Bissen todesmutig. Und ich auch noch mal. Ein kleines bisschen Salz hätte ich noch mehr ran machen können. Ich habe halt nur dieses Kala Namak Salz genommen und das ist nämlich auch das Geheimnis von diesem Eiersalat. Also das ist ein schwefelhaltiges Salz, wird zum Beispiel auch gerne in der indischen Küche verwendet und es ist ja auch so ein bisschen rot-dunkel, wie ihr das gesehen habt vorhin im Video. Und das hat durch diese schwefelhaltigen Verbindungen ebenso die Eigenschaft, dass das einen Eiergeschmack in Gerichte reinbringen kann, wo auch kein Ei drin ist. Und das ist quasi die geheime Zutat von diesem Eiersalat. Das haben wir uns letztens mal in einem Gewürzladen mitgenommen, weil ich da schon lange gedacht habe, du würdest es gerne mal ausprobieren. Und dann gab es das dort einen kleinen Beutel für, keine Ahnung, 1,80 € oder so. Und da habe ich gedacht, hey, da kannst du nichts falsch machen. Und ihr habt ja gesehen, ich habe das sehr, sehr sparsam verwendet. Also ich kann da noch wirklich viel Eiersalat damit machen. Jetzt ist die Frage. Es sind ja im Endeffekt, also wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen. Ich war zum Zeitpunkt der Zubereitung nicht anwesend. Was denn die Stückchen jetzt drin sind? Weil im Endeffekt, es ist ja, das Ei-Geschmackliche ist ja jetzt nicht von irgendwelchen Eistückchen. Was Richtig. mich vielleicht teilweise sogar ein bisschen vom Eiersalat weghält, denke ich mal. Also nicht nur, dass ich den Geschmack von Eiersalat nicht immer mag, aber vielleicht auch die Konsistenz der Eierstückchen dann so ein bisschen. Und das hier ist ja anders. Also, Also ich finde, es ja. kommt konsistenzmäßig schon sehr dicht an wirklich ein richtig hart gekochtes Ei ran. Es sind allerdings Nudeln. Es sind kleingeschnittene Nudeln, ihr wisst es schon. Und dann ist noch zermatschte Kichererbsen mit drin, dass das so ein bisschen Okay. das Cremige von dem Eigelb quasi machen kann. Und die Nudeln sollen dann das Eiweiß darstellen. Die gelbe Farbe kommt von Kurkuma. Da ist also so ja, ein Viertelster bis ein halber Teelöffel ungefähr dran, dass es ein bisschen gelb aussieht. Ein bisschen Dill habe ich noch rein. Und ich hatte leider keinen Schnittlauch mehr. Der hätte schöner noch gepasst, aber Dill ist auch gut. Also Und genau. ist es ja im Endeffekt fast ein Nudelsalat, der halt Nach durch Ei schmeckt. Ei, Ja. Geschmack noch Ei schmeckt. Richtig. Okay. Und es ist also Sehr auch interessant. selbstgemachte Mayonnaise dran. Ihr habt es schon gesehen, das ist ganz einfach. Also Cool. ich persönlich bin ja immer so ein bisschen, gerade im Sommer, wenn man sowas macht, Mayonnaise, und das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Man kann Mayonnaise auch etwas harmloser, nenne ich es jetzt mal, selber machen. Und zwar, da nimmt man halt kein rohes Ei, sondern man nimmt einen Schluck Milch. Entweder normale Milch oder eben Sojamilch. Das ist alles beides absolut gleich in der Verarbeitung. Dann kommt da auch ein bisschen Senf rein, wie es bei einer normalen Mayonnaise war. Und dann eben Öl. Und das wird alles zusammen durchgemixt, dass die Mayonnaise und, Quatsch, dass das Öl und die Milch sich eben emulgieren. Da hilft auch der Senf noch mit dazu. Und dann habt ihr eine wunderbare Mayonnaise, die halt nicht so anfällig für Salmonellen oder sonstiges ist. Und die Mayonnaise wird sich sicherlich auch nicht ewig im Kühlschrank halten. Also ich würde sie schon so innerhalb von 5 Tagen verbrauchen, genauso bei dem Eiersalat hier. Aber man muss halt nicht ganz so krass Angst haben, wie wenn jetzt eine Mayonnaise mit einem rohen Ei dran ist. Oder man müsste das Ei wieder entsprechend erhitzen für die Mayonnaise. Und das ist auch alles schon wieder so aufwendig. Da geht halt die Variante mit Milch rasend schnell. Ihr Das habt es glaube gesehen, ich. also das ist wirklich einfach. Nee, also wie gesagt, eine tolle Alternative. Für mich jetzt, wie gesagt, geschmacklich gut. Ne? Also ich würde jetzt von der Punkteskala her auf eine 3 bis 3,5 gehen, weil ich halt, wie gesagt, grundsätzlich nicht so der Fan von Gerichten mit Ei oder Eiersalaten an sich bin. Aber definitiv eine solide Alternative und mit Ihr seht, dem es schmeckt. Hintergrund, dass es Nudeln sind, ist es ja schon für mich eigentlich wieder sehr positiv als Nudelfan. Deswegen auf jeden Fall ein Ja von mir und kann man, denke ich, definitiv als Alternative irgendwo mit ja, in Betracht ziehen. Genau. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so das Fazit ziehe zwischen der veganen
Leberwurst und dem veganen Eiersalat hat der ja auf jeden Fall genau das erfüllt, was man sich gewünscht hat, geschmacklich. Also das ist wirklich krass. Und es ist ja noch nicht mal Chemie drin oder so. Es ist einfach dieses Salz. Mhm. Und das entsteht halt ganz natürlich. Es kann zwar auch chemisch hergestellt werden, aber es ist eben natürlich vorkommend, dieses Salz, auch abbaubar. Und das finde ich schon echt krass. Ich finde es konsistenztechnisch auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Ich würde das nächste Mal eher Schnittlauch ranmachen. Ach so, Zwiebeln sind noch drin. Ah, da habe ich da jetzt ganz unterschlagen. Ja, gut, aber genau. Das habe ich ja fast gedacht. Ich würde das nächste Mal lieber Schnittlauch ranmachen, als wie jetzt diesen Dill. Wird wahrscheinlich persönlich noch ein bisschen für mich geiler sein. Ich esse auch ganz gerne mal Dill, aber ja. Und im Großen und Ganzen bin ich also sehr begeistert. Es ist wirklich, es ist das Produkt, was es vorgibt zu sein, sozusagen. Also geschmacklich und optisch und konsistenzmäßig zumindest. Inhaltlich halt nicht. Und das ist also für mich auf jeden Fall, sage ich mal, von der Ähnlichkeit zu dem Produkt, das es sein möchte, auf jeden Fall eine 5 von 5, weil das ist zu krass. Und geschmacklich ist es für mich jetzt auch eine 4,5. Ich würde eben einfach nur den Dill durch Schnittlauch ersetzen. Und dann denke ich, ist es aber schon wirklich ein stabiler Eiersalat. Man könnte ja zum Beispiel auch noch so ein bisschen Spargel mit dran machen oder so. Eiersalat gibt es ja auch in zig verschiedenen Varianten. Oder Erbsen oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich noch so dieser halbe Punkt, der es abrunden würde. Aber ansonsten auf jeden Fall ein Yeah und eine coole Alternative. Starke Sache auf jeden Fall. Ne? Da, ich denke, ich werde auch noch ein bisschen was essen davon. Und ja, lasst uns gerne mal wissen, ob ihr vielleicht auch eine eigene Alternative von Eiersalat oder irgendwas schon kreiert habt und wie ihr das so gemacht habt. Vielleicht ist es auch mal interessant. Und ja, dann lasst uns gerne mal ein Däumchen und ein Abo da. Und dann gibt es auch in Zukunft weiter für euch viele tolle Ideen. Richtig. Und Verkostungen. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.